Moin moin meine lieben YouTuberinnen und YouTuber, euer No Orange heißt euch herzlich willkommen zum internationalen Fußballdienste-Unboxing. Heute ja das Spiel gegen Nordirland, ganz wegweisend. Sieg wäre natürlich eminent wichtig. Und ich habe hier Road to WM 2014, die letzten 6 Booster. Meine Mappe selber ist ja auch noch nicht so voll, was das betrifft. Da hoffe ich immer noch durch stickermanager.com, wo ich tausche, die ein oder andere Karten zu bekommen. 6 Booster, wie gesagt, habe ich hier am Start, verschiedene Ausführungen auch. Und wir fangen erstmal an, die Dinger zu unboxen. Was ich hier hasse bei Panini, bei dieser Serie, ist mal wieder, dass sie nicht immer geriffelt sind. Warum, verstehe ich nicht, habe ich keinen Schimmer. Das ärgert mich dann doch schon des Öfteren mal so ein bisschen. Das Schöne an diesen Panini-Sachen ist, es sind 6 Sticker drin. Andererseits waren sie zu der Zeit, fand ich, Tops war da vorbeigezogen, qualitativ. Die 2012er-Serie fand ich dagegen, ja, ich fand einfach, dass man so ein bisschen stehen geblieben ist bei Panini. Aber das ist auch immer normal. Und darum ist es auch so wichtig, dass es 2 Firmen gibt, die sich den Markt versuchen zu erobern. So hast du nicht so diesen Stillstand. Und jetzt hat Panini, finde ich, Tops wieder überholt. Das heißt, Tops muss sehen, dass sie da unbedingt wieder rankommen. Und darum, ich finde die Karten einfach besser, muss ich dazu sagen. Ne? Es ist eine stylische Sache. Ich finde die einfach viel, viel cooler aktuell. Aber ich glaube, dass Tops da, wie gesagt, auch in den nächsten 1-2 Jahren wieder aufholen wird. Das geht natürlich nicht so schnell, weil eine Bundesliga-Saison ist nun mal nur jedes Jahr eine Saison. Und eine WM, EM, alles 3 und 4 Jahre. Aber wir werden sehen. Nun die letzte Tüte. Und dann schauen wir uns einfach mal die Karten an, die uns der liebe Gott da mitgebracht hat. Da ich nicht gläubig bin, weiß ich nicht, ob mir das was bringt. Ich zoome ran, dann wird das auch nochmal eben scharf gestellt und dann geht es auch gleich ans Eingemachte. Fangen wir an. Ach, wie geil ist das denn? Das geht gleich los mit einem Fan-Favorite, Steven Gerrard. Gefolgt von Robbie Brady von Irland, also nicht Nordirland, sondern die Irische Republik. Als Rising Star-Karte sogar. Wie geil ist das? Angel Di Maria, einer meiner Lieblingsspieler auf der Insel, ist, glaube ich, mittlerweile bei Paris Saint-Germain. Daniele De Rossi, der Altmeister, immer noch dabei. Der ist einfach nicht tot zu kriegen. Die Karten im Hintergrund hat man ja auch dieses brasilianische Flair mit reingebracht. Hier Ronaldinho als Nationalspieler. Hätte ich gar nicht gedacht, dass sie den in die Karte mit reinnehmen. Brede Angeland aus Norwegen, die haben es ja nicht geschafft, sich zu qualifizieren und haben es auch, ja, für 2018 können sie auch, werden sie es sehr schwer haben. Pepe, Starplayer, weil Tschechien und Nordirland sind auch nicht viel schlechter, finde ich. Tom Cleverley von England, wie zu dem Zeitpunkt typisch, immer noch ohne die Jerseys, die durften sie ja nicht drucken. Simon Kjær, auch sehr, sehr lange schon bei der dänischen Nationalmannschaft dabei. Mario Gavranovic von der Schweiz hat sich auch nie richtig in den Vordergrund spielen können. Dani Alves dagegen, ja, sehr gestandener Profi bei den Brasilianern. Kevin Doyle auch eher da noch, man sieht es auch, im richtigen Jungspundgesicht. Wow, Goalstopper-Karte. Igor Akinfeev. Ja, der ist immer mal, wie die englischen Torhüter, zum Beispiel jetzt Joe Hart, immer mal für einen Bock gut. Ja, Neymar, der Spieler eigentlich der WM, wenn er nicht im Viertelfinale verletzt worden wäre. Joao Moutinho, auch einer von Spielern von Portugal, die ich so geil finde, wenn sie Fußball spielen wollen. Diego Godin, eisenharter Verteidiger. Also der Kerl, den als Gegenspieler, dann hast du echt keinen Spaß auf dem Platz. David Luiz, ja, ist für mich gar nicht so der Burner, wie sie ihn immer alle finden. Also ich finde David Luiz auch nicht so brillant im Vergleich zu Mats Hummels. Mindestens eine Nummer schlechter. Ja, nochmal Neymar. Na, habe ich einen Starspieler zum Tauschen. Was soll's? Andreas Cornelius von Dänemark. Ja, wie schon erwähnt, die Skandinavier müssen aufpassen. Die Dänen, die Norweger, die Finnen, die Schweden. Das wird echt sehr eng. Diego Forlan. Ich glaube, dass auch nächstes Mal bei der nächsten WM kein skandinavisches Team vertreten sein wird. Nikica Jelavic von Kroatien. Gefolgt von Claudio Marchisio, auch sehr oft mit dabei bei den Italienern. Genau wie William Quist. William Quist ist gar nicht so oft dabei. The Man of the Man. Ich hoffe, er ist 2018 noch dabei. Goldstopper-Karte, cool. Sehen sehr geil aus, sind auch ein bisschen porös gemacht. Gianluigi Buffon.
Lucas als Rising Star hat sich nicht durchgesetzt, muss man ganz klar sagen. Die Brasilianer müssen gucken, dass sie nicht wegbleiben. Kyrie und Westwood, also die haben wirklich ein arges Problem zurzeit. Gerard Piquet. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob die in Russland eine große Rolle spielen werden. Dimitri Kombarov aus Russland haben natürlich auch, ist immer sehr, sehr einfach. Ezekiel Garay hier haben sich sehr einfach, sich zu qualifizieren. Die haben 9 Mannschaften und 5 kommen weiter. Ich glaube 4 direkt und einer spielt gegen Jordanien dann oder irgendwie sowas. Masterkarte, geil. Robin van Persie, eine Masterkarte. Cool, cool, cool. Starplayer, Andrea Pirlo. Jetzt sind wir gleich auch am Ende. Igor Denisov als Basekarte. Steve von Bergen. Vorletzte Karte, Ramirez aus Brasilien. Und letzte Karte ist Mario Götze. Das passt ja zur 214er Sache. Okay, ich sortiere mal eben die Doppelten aus und dann geht es gleich ans Einsortieren der fehlenden Bilder in meinen Sammelalben weiter. Das wird mal ein sehr schnelles Sammelmappen-Update. 4 Karten sind übergeblieben, es ging so geil los. Ich glaube, die zweite Karte gleich hatte ich noch nicht. Nämlich Angel Di Maria mit der Nummer 6. Ja, und dann kam eigentlich nur noch Doppelte. Bis auf 3 Karten. Ich hätte es echt nicht gedacht, dass ich schon so weit fortgeschritten in dieser Serie bin. Ich klingel mir die jetzt selber mal eben durch. Also ich glaube, mir fehlen jetzt weniger als 100 Karten. Ja, definitiv weniger als 100 Karten. Ich habe zwar von den... Andrea Pirlo, den habe ich. Italien. Pirlo müsste bestimmt hier oder hier hin. Ich sage hier, weil er Mittelfeldspieler ist. Montolivio. Pirlo. Zack. Starplayer. Okay. Also wir können die Vereine mal durchschimmern hier, die hier bei waren. Die Vereine. Die Nationalmannschaften. So, Uruguay. Und dann ging es schon los. Und der Witz ist, Fan-Favorite. Da dachte ich nur, kann nicht wahr sein. Ich habe kaum Karten von den Mist und bam. Goalstopper. Das war gleich der zweite. Ich denke, das ist doch nicht zu fassen. Wenigstens Akinfeev hatte ich noch nicht. Da muss ich mal gucken, wo der Junge hinkommt. Relativ weit hinten müsste er sein. Muslera haben wir hier. Benaglio, Isaksson, Akinfeev kommt hier oben auf. So, und dann habe ich ja noch mit Van Persie eine Masterkarte. Und Master habe ich, glaube ich, nö. Topmaster habe ich Ibrahimovic. Oh, dann muss ich da lieber gucken. Aguero, Silva, Falcao, Özil, Rooney, Casillas, Nasri, Balotelli. Dann ist er hier drin. Ach so, ach ja, das ist ja die rückwärtsgerichtete Sammelmappe. Dann kommt er sozusagen hier rein. Ja, und von den Topmastern habe ich auch nur eine. Dafür habe ich 5 Limited Editions. Keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe. Ich weiß auch nicht, wie viel es gibt. Aber... ne, es wird voller. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Dienstag. Guckt heute Abend schön Fußball. Drückt unserer Nationalmannschaft natürlich die Daumen. Ich hoffe, die reißen das. Ich glaube, sie reißen. Es wird schwer gegen so eine defensive Mannschaft. Aber die packen das. Ich tippe auf einen knappen, aber verdienten 2-0 Auswärtssieg. Ciao, tschüss und goodbye.